Willkommen bei Ich rauche nicht. Mein Name ist Robert. Heute geht es um dieses Schachspiel bzw. um den Verdampfer, der in dieser Verpackung mit dabei ist. The Vaping Gentleman Club, The Woke. Das hier ist eben die Verpackung. Warum? The Woke steht für den Turm. Und das hier ist eben ein klassisches Schachbrett hier oben drauf. Hier haben wir das Logo von der Vaping Gentleman Club und hier auch eingearbeitet. Man erkennt hoffentlich hier das R für The Woke. Hier auf der Seite ein Loch. Dann kann man das Innenleben hier quasi hinausdrücken und dann hier ist eigentlich alles da drinnen versteckt, was jetzt hier auf der Seite ist. Gehen wir jetzt alles Stück für Stück durch, was hier mitkommt. Was ich sagen darf, ist im Prinzip, ist das hier wunderbar ausschauend, allerdings noch ein paar Mal auf und zu machen. Ja, löst sich auch mal hier schon diese Einlage. Sieht jetzt nicht mehr ganz aus wie neu. Wird hier mit diesen beiden Magneten hier drinnen gehalten. So, weg damit. Das also jetzt mal dazu. Und das ist er. Das ist der Verdampfer. Dieser Verdampferständer hier kommt übrigens auch mit. Aus Plexiglas gefertigt, natürlich mit dem Logo obendrauf. Circa 250 Euro ist jetzt dieses Teil hier. Um diese 250 Euro bekommt ihr jetzt all das, was ich euch jetzt gleich zeigen werde. Und das Besondere an dem hier ist, es ist ein Genesis-Verdampfer. Nicht Genesis, Schöpfungsgeschichte ist hier kein Thema. Genesis und es ist ein Mesh-Verdampfer. Aber nicht Mesh anstelle einer Coil, sondern Mesh anstelle der Watte. Mesh. Wer es nicht kennt, ein Drahtgeflecht. Jetzt seht ihr es dann gleich noch ein bisschen näher. Und anstatt, dass die Watte das Liquid eben zur Wendel hin transportiert, macht das eben jetzt hier ein kleines Röllchen aus eben Mesh. Ich zeige jetzt mal hier so näher her. Vorher natürlich ausgeglüht. Das ist also hier der Docht, wenn man so möchte, Transportweg von dem Liquid, in dem Fall hier vom Tank hoch an die Coil. Ja, es ist ein Topcoiler. Wicklung sitzt hier also hier oben und hier unten haben wir dann den Tank. Keine Angst, ihr seht das noch detaillierter. 250 Euro. Das ist in etwa, nicht in etwa, das ist der Preis von diesem Set. 2019 hat der Vaping Gentleman Club den Millennium auf den Markt geworfen und jetzt ist es eben der neue The Woke. Ihr könnt diesen Genesis Verdampfer als Mesh Genesis Verdampfer wickeln, ihr könnt ihn aber auch mit Watte wickeln, ganz klassisch. Ihr könnt ihn hier als Nano, zu einem Nanotank umbauen, als Bottom Feeder für Squonker. So. Nun aber jetzt wirklich zum Verdampfer und was kommt hier denn alles mit? Natürlich der Verdampfer. Zwei verschiedene Glocken, was der Unterschied ist, in Kürze. Dann habt ihr mit dabei den Nanotank. In der einen Variante habt ihr 3,7 Milliliter Tankinhalt, hier in der Nano-Version 1,5 Milliliter. Wir haben hier ein 510er Triptip mit drei verschiedenen Adapter. Einmal Amber, einmal Pearly Brown, einmal Pearly Green. Man erkennt die Farben jetzt hier mit diesem Licht nicht so besonders, aber eben eines hier in Braun gehalten, eines in Grün gehalten. Und ihr könnt das hier auf diesen Adapter hier dann draufschrauben, wie ihr es möchtet. Hier sieht man also den klassischen 510er mit hier diesen beiden O-Ringern. Dieses Werkzeug kommt hier auch mit dazu. Ist nicht schlecht. Denn das hier könnt ihr mal brauchen für den Umbau vom normalen Tank auf den Nanotank. Dieses Loch hat auch einen Sinn, nämlich das hier ist in etwa der Durchmesser, dem das Mesh-Röllchen haben sollte. Und hier haben wir auch gleich eine Hilfe, um das Mesh-Röllchen hier einzuwickeln. Man kann es allerdings auch direkt hier als Keulwickelhilfe nehmen. Kärtchen mit Seriennummer ist hier auch mit dabei. Den Verdampferständer habe ich schon erwähnt und gezeigt. Und Ersatzteiltütchen, in dem Fall Ersatzteildöschen. Und da ist eigentlich mehr als Ersatzteil da drinnen. Was hier wichtig ist, verwendet ihr hier nicht Meschröllchen, sondern eben eine klassische Wicklung mit Watte,
dann braucht ihr natürlich hier diese Einsätze, um hier das Liquid hoch zu transportieren zur Coil. Und ich habe erwähnt, Nanotank ist hier auch möglich, dann habt ihr das Ganze hier auch in klein. Und hier ist auch der Squonker Pin versteckt. Daneben aber dann tatsächlich Ersatzteile, Ersatzdichtungen, Schrauben, was auch immer ihr da brauchen könnt. Nun aber wieder zum Verdampfer. 316er Edelstahl, sandgestrahlt. Das muss ich gestehen, macht jetzt das nicht immer ganz leicht, einen passenden Akkuträger hier dann zu finden, wo dann die Optik hier passt. Ein paar Teile habe ich, aber es könnte beim einen oder anderen vielleicht ein bisschen schwieriger werden, hier etwas optisch Passendes zu finden. 22 mm im Durchmesser, 3,7 ml Tankinhalt, habe ich schon gesagt, als Nano eben 1,5 ml. 47,8 mm in der Höhe ohne 15er. Die Vaping Gentleman Club nennt dieses ganze Teil hier übrigens RPGA, Rebuildable Professional Genesis Atomizer. Ja, kann man machen. Für mich ist es einfach ein Topcoiler. So, Stück für Stück, Trip-Tip habe ich hier schon gezeigt, eben ein 15er. Nächster Schritt, nehmen Sie mal die Glocke runter. Das hier ist jetzt die Glocke für Meshverdampfer, für Genesis-Wicklung. Wo ist der Unterschied? Ziehen wir hier mal die Airflow runter, diesen Airflow-Ring hier ab. Diese beiden Glocken hier kommen mit. Wo ist er? Da. Also eindeutig zu sehen, hier Luftführung von oben, hier Luftführung von unten. Wenn ihr das Ganze hier klassisch wickelt, kommt die Luft von unten an die Coil. Den Weg sehen wir dann nochmal genauer. Und wird das Ganze hier eben in Genesis-Style hier gewickelt, dann kommt hier die Luft von oben an das Mesh, an die Coil hier ran. Je nachdem, welche Wicklung ich hier verwende, muss ich eben hier diesen Airflow-Ring anpassen. Also entweder so aufstecken mit den Öffnungen nach oben oder natürlich einmal umgedreht, dann hier dann passend für die Wattewicklung. Hier einfach rein, hochdrücken, fertig. Hier haben wir natürlich dann alle Einstellmöglichkeiten frei wählbar. 0,8, 1, 1,2, 1,4, 1,6, 2 mal 0,8, 2 mal 1, 2 mal 1,2, 1,5 mm. Das sind die Möglichkeiten, die man hier hat. Und hier haben wir mal den ersten Blick auf dieses Deck und auf diesen Tank mal ein bisschen genauer. Wie könnt ihr hier aus dem hier den Nanotank basteln? Einfach hier unten abschrauben. Im Übrigen hier unten DEUG, CE, Mülltonne und so weiter. Und die Seriennummer hier unten nochmal versteckt. Und hier den 15er. Ist ein bisschen knapp, geht sich aber dennoch hier für Mechdampfen aus. Also hier unten einmal mal aufschrauben. Dann löst sich die ganze Geschichte hier schon. Und dann einfach stattdessen hier dann den Nanotank hier dann da oben drauf mit dem richtigen Pin, sprich in dem Fall eben mit dem Squonker Pin, unten einfach dann wieder verschrauben. Pyrex-Glas haben wir jetzt eben hier, genauso dann wie in der Nano-Variante. Das ist eine ganz gute Sache, denn das muss ich nur nach oben schieben und kann es dann hier so austauschen. Also einfach nur, auch bei der bestehenden Wicklung kann man das hier gut reinigen. Einfach dann wieder da drüber schieben und die Sache ist fertig. So sieht das Deck hier eben aus bei einer Meshwicklung. Da sitzt die Wicklung ja nicht hier so, wie wir es vielleicht dann gewohnt sind, hier von links nach rechts, sondern hier von oben nach unten. Das bedeutet, ein Drahtende wird hier eingeschraubt, der andere Draht hier auf dieser Seite oder das andere Drahtende hier auf dieser Seite und das Mesh von oben nach unten hier durchgeführt. Das zeige ich euch jetzt mal gleich her. Das ist eben die Version, so ist er ausgeliefert. So wird er ausgeliefert. Das bedeutet, wollt ihr hier umbauen auf eine Wattewicklung, müsst ihr noch etwas hier verändern. Das schauen wir uns aber dann auch gleich nochmal an. Jetzt in jedem Fall machen wir hier mal Mesh rein. Wobei, eines habe ich noch nicht erwähnt. Fällt mir gerade ein. Gibt ja noch einen großen Unterschied hier bei dieser Glocke. Und zwar von unten. Das hier ist eben die Version, die wir für die Watte-Coil brauchen. Das hier ist eben dann die Version mit der entsprechenden Aussparung hier für Mesh.
Links und rechts sieht man hier eigentlich auch nochmal so eine Öffnung. Da geht es aber jetzt eher um die Kühlung von diesem ganzen Teil. Hat jetzt keine große andere Bewandtnis damit. Was wir hier noch sehen, ist diesen Stift. Der ist ja fix hier drauf. Nochmal ein Blick hier ans Deck. Haben wir hier Watte, dann verläuft die Wicklung von hier nach da. Einfach so hinüber. Und hier kommen diese beiden Stifte hier hinein, die dann das Liquid von unten hoch an die Coil bringen. Haben wir jetzt hier Mesh drinnen, dann sieht die Sache folgendermaßen aus. Wir haben eben hier Plus, wir haben hier Minus, wir haben hier das Meshröllchen, wir haben hier eine Befüllung, wir haben hier eine Entlüftung. Ja, dann wäre dieses hier offen und Liquid würde hier rausrinnen. Darum verschließt automatisch dann diese Kappe diese Öffnung hier auf der Seite. Und beim ersten Schritt kommt schon mal dieses Werkzeug hier zum Einsatz. Könnt natürlich jetzt auch was anderes verwenden, aber ich habe mir hier mal so ein Stück hier abgeschnitten vom Mesh, das in etwa so die Länge hat wie hier dieser Stift. Und jetzt wickle ich das Mesh hier auf diesen Stift oder um diesen Stift hier herum. Das ist schon eine Spielerei und ein bisschen fummelig. Das beginnt schon mal so, dass das hier schon mal so ist, denn auch wenn das hier dann hier oben ist, raus mit dem Stift und noch viel weiter und noch viel enger zusammendrehen das Ganze. Habt ihr das jetzt wirklich ganz eng zusammengedreht? Testet mal aus, ob es hier schon da durchpasst. Hier noch nicht. Also dann entweder noch ein bisschen weiter enger zusammendrehen oder tatsächlich auch ein bisschen in der Länge kürzen. Beide Varianten können hier natürlich sein. Gerade am Anfang, wenn man das so hat, hat man vielleicht noch nicht den letzten Millimeter dann im Gefühl. Ich glaube einfach, es ist noch ein bisschen zu lang. Und jetzt geht das hier knapp, aber doch hier mal hinein. Also das ist ein ganz guter Ansatz. Die Größe von diesem Loch ist eben in etwa so oder ist eigentlich dann genauso wie die direkt am Deck. Ob ihr dann ein Feuerzeug nehmt, ob ihr dann einen Bunsenbrenner nehmt, wie ich, egal. Einfach hier mal das ganze Teil hier einige Male ausglühen. Ausglühen, unter kaltes Wasser halten, ausglühen, unter kaltes Wasser halten und so weiter 10, 20 Mal. Dann habt ihr das Röllchen endlich fertig. Ja, und beim nächsten Schritt gibt es jetzt zwei Varianten. Das Röllchen gehört jetzt hier eben so hinein. Gut, jetzt haben wir jetzt hier aber ja noch gar keine Coil darüber. Zwei Versionen. Das erste ist das Meshröllchen vorerst raus. Ihr macht zuerst die Wicklung hier hinein, glüht aus und friemelt dann dieses Meshröllchen durch diese Wicklung hier dann dadurch, ohne die Wicklung zu zerstören natürlich. Ja, ganz, ganz klare Sache. Zweite Variante, wie hier, Meshröllchen sitzt hier schon da drinnen. Jetzt wickle ich einen Draht hier rum, den ich hier und hier verklemme. Und dann ist natürlich von Vorteil, wenn dieser Draht schon im Vorfeld ausgeglüht wurde. Diese beiden Varianten hätten wir nun hier im Angebot. Ihr beide ausprobiert, beide haben Vorteile, beide haben Nachteile und beide sind letztlich ein Herumgebastel, das anfangs hat man es noch nicht gemacht, wahrscheinlich wirklich schief gehen kann. Hier sitzt noch etwas. Seht ihr diese, naja, Klemmen, Grönchen, wie auch immer? Ich mache jetzt mal das hier mal raus. Ich zeige das jetzt mal her, was ich hier meine. Wenn ich hier diese Schraube hier löse. Ja, in dem Fall löse ich gleich den ganzen Stift, das wollte ich nicht. Nur diese Schraube hier löse. Dann kommt hier etwas zum Vorschein. Das soll eigentlich eine Hilfe darstellen. Also hier soll dann der Draht hier durchgezogen werden und dann hier fest eingeklemmt werden, wenn ich es verschraube. Also mir ist es im Weg. Mir ist das hier mehr im Weg. Ich gebe das mal weg. Ich habe es jetzt mal hergezeigt, weil es halt jetzt hier einfach so dabei ist, so kommt er heute halt im Original mit. Aber ich möchte das hier nicht nutzen müssen. Hier, dieses kleine Teilchen ist es. Von der Grundidee ist es okay. Ich sehe es aber nicht als Vorteil. So.
dann wieder hier dieses kleine Schräubchen. Bitte aufpassen auf diese Schrauben. Das sind keine Riesen. Ja. Aufpassen drauf und jetzt wieder hier hineinsetzen und zuschrauben. So, wieder hier drinnen. Länge passt mal so. Ein bisschen kürzen kann man es dann immer noch. Jetzt eben den Draht. Der ist jetzt hier nicht ausgeglüht, aber es sollte sich auch farblich jetzt ein bisschen hier unterscheiden. Also der ist jetzt absichtlich mal hier nicht ausgeglüht. Es geht mir jetzt nur darum, euch hier dann zu präsentieren, wie das hier aussehen soll. Und habt ihr das dann so halbwegs hier rüber gedreht, dann sieht das jetzt hier eben mal so aus. Ausstreichen und Hotspots entfernen müsst ihr hier ebenso, wie bei jeder anderen Wicklung. Aber sonst ist das hier eigentlich schon fertig. Liquid hier rein und man kann schon drauf losdampfen. Und wie mache ich jetzt hier eine normale Wicklung hinein mit Watte? Jetzt habe ich ja hier etwas hier im Weg. Dazu am besten das mitgelieferte Werkzeug nehmen und auf dieser Seite hier habt ihr eben so eine Hilfe, wo ich dann hier hineinfahren kann, so rum, und dann kann ich das hier rauf oder runter drehen. Und habt ihr das jetzt endlich heraus, dann seht ihr jetzt hier, wo denn dann die Luft bei dieser Variante zur Coil kommt. Nämlich über diesen Weg hier kommt dann die Luft hier direkt unten an die Coil. Das bedeutet, diesen Stift hier könnt ihr jetzt eben hier dann beiseite lassen und nur diese Schraube hier rausdrehen und hier auf der gegenüberliegenden Seite hineinschrauben. Dann nehme ich jetzt noch aus der Dose heraus eben diese beiden Stifte mit der abgeschrägten Seite hier nach unten und lasse sie hier hineinfallen. Zweite ist jetzt wo? Da. Gegenüber hinein. Fertig. Und jetzt kann ich hier gerade eine Wicklung einsetzen. Ja, für mich doch gar nicht so eine hässliche Wicklung hier gelungen. Und die Watte. Schön gerade hier hineinlegen. Man könnte hier in die Versuchung kommen, das Ganze hier schräg zu setzen. Ist aber überhaupt nicht nötig. Die Watte hier einfach jetzt nur gerade durch und saugt sie wunderbar voll. Nachfluss, überhaupt kein Thema. Hier auf der Seite rein mit dem Liquid. Die Watte ist leicht und sparsam verlegt und so sieht das jetzt hier bei mir aus. Ich finde, das ist eine recht stimmige Geschichte hier mit diesem Trip-Tip-Adapter, also mit diesem Aufsatz hier oben. Aber wie gesagt, könnt ihr aus dreien wählen. Braun, grün und eben hier Amber. So, das hier ist definitiv kein Einsteigerprodukt. Deswegen, ja, schnell Durchgang jetzt hier bei der Wicklung, denn die ist jetzt nicht überraschend. Da kommt jetzt nichts, wo man sagt, oh, tückisch. Ja, nein. Wicklung, Watte rein, die Watte. Watte sparsam verlegen und einfach hier bei dem Luftauslass oder Einlass bisschen Watte beiseite, sodass hier einfach die Luft gut entweichen kann. Und die Geschichte ist erledigt und das Ganze hier ist wunderschön und einfach in der Handhabung. Kommen wir dann aber tatsächlich schön langsam zum Fazit. 250 Euro sind ein Brocken, den kann ich nur auf die Minusseite setzen. Was jetzt hier an diesem Teil oder generell bei Genesis-Verdampfern, ist das nicht so selten, dass die einfach wirklich, wirklich teuer sind. Ja, das ist nicht der einzige, der in solchen Preisklassen sich hier bewegt. Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich weil die Auflage kleiner ist, ich kann es nur so vermuten, sind Genesis-Verdampfer deutlich teurer, oftmals deutlich teurer als vergleichbare Watte-Coil-Verdampfer, ja, wenn man das einmal so unterscheiden kann. Ja. Kann ich jetzt hier also wirklich nur auf die Minusseite geben. Für reine Watte-Coils ist das Teil hier also für mich nicht nötig. Ja. Egal was auf der Plusseite kommt, 250 Euro für ein Teil, das ich dann letztlich nur verwende mit einer klassischen Wicklung, da ist es mir einfach wirklich zu teuer. Ja, und ich bin gerne mal bereit, mehr Geld auszugeben für etwas. Wenn ich jetzt sage, okay, Sammlerstück, dann will ich es trotzdem haben, egal. Ja bitte, dann kauft es euch. Aber nur
für diese normale Wicklung 250 Euro. Ich glaube, das kann man sich tatsächlich ersparen. Ja, auch auf der Minusseite für mich die gut gemeinten, aber wirklich nicht sehr praktikablen Führungshilfen, wo ich den Draht einklemme. Also, ich habe das, wie gesagt, sofort rausgegeben. Für mich ist das nichts. Ohne dem klappt es wunderbar, eher für mich auf der Minusseite zu finden. Und bitte, gerade wenn ihr diese Wicklungsart jetzt hier macht, beim Befüllen achtet darauf, dass ihr hier nicht überfüllt, denn dann kommt es sehr wohl vor, dass über die Airflow das Liquid dann mal hier herauströpfelt. Ja, rinnt nicht wie Sau, ist aber trotzdem eher unangenehm und eine Patzerei. Dann also wirklich hier abschließen, hier mit dem Tank und nicht darüber hinaus. Es gibt hier kein Problem mit dem Nachfluss. Ihr müsst jetzt hier nicht hier wie bescheuert hier alles vollknallen hier mit Liquid. Lasst es hier gut sein, dann wird auch hier oben nichts passieren. Mittelmäßig würde ich hier mal die Dichtheit beurteilen. Dichtheit, da spreche ich jetzt hier nicht von den Dichtungen, da spreche ich jetzt hier vom Deck. Denn ganz klar, dort wo Liquid nachfließt, kann natürlich auch im blödesten Fall mal, wenn ihr das dann beim Transport irgendwie kopfüber mithabt oder in der Tasche kopfüber drinnen liegt, mal was herausrinnen. Ich habe noch keinen Unfall hier gehabt, dass es jetzt tatsächlich ein unangenehmes, grässliches Rinnen war, was mir irgendwas versaut hat. Was ich allerdings schon hatte, ist, dass es, wenn die Watte nicht perfekt verlegt ist, dass es da tatsächlich ein bisschen raus, es ist tropfen kann, was aber über einen längeren Zeitraum natürlich dann trotzdem unangenehm werden kann. Ja, liegt da aber eher an der Watte. Die ist nicht schwer zu verlegen, aber ihr dürft sie halt nicht zu sehr entweder ausdünnen oder zu wenig hineinlegen. Dann kann es tatsächlich hier ein bisschen auf der Seite rinnen. Ja, tropfen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr wollt es nicht. Auf der Plusseite definitiv. Hier habt ihr wahnsinnig viele Möglichkeiten mit diesem Teil. Ihr habt einen guten Lieferumfang. Ja, vielleicht interessiert euch ja auch die Verpackung. Ich finde auch die Verpackung toll. Ihr habt einen wirklich straffen Zug. Ihr könnt hier einen straffen Zug einstellen. Vor allem bei der Watteverlegung. Ja? Also wenn die Luft hier von unten da durchkommt, ist es auf jeden Fall für mich noch schön straffer, als wenn die Luft dann hier von hier oben kommt. Da ist auch okay. Aber hier kann ich einen richtig straffen, guten, perfekten MTL-Zug hier anwenden. RDL, also restriktives DL, ist auf jeden Fall hier möglich. Geschmack, sowohl in dieser Variante als auch mit Mesh, ist es ein glatter Einser. Bei Mesh allerdings eben vorausgesetzt, dass alles richtig ausgeglüht ist, dass ihr keine Hotspots habt, denn ansonsten kann es auch mal schön metallisch schmecken und dann wird es eher scheiße und unangenehm. Darum lieber üben, 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 was das Mesh-Verlegen halt angeht, wenn euch das interessiert. Ansonsten Geschmack in jedem Fall ein glatter Einser und die Verarbeitung lässt hier auch nichts zu wünschen übrig. Ja, da ist alles wunderschön ausgearbeitet, alles läuft so wie es soll, alles funktioniert so wie es soll. Da kann man überhaupt nicht meckern. Einzig, und das ist halt wirklich mein Thema, ich werde nie der größte Genesis-Fan sein. Es macht Spaß, es mal auszuprobieren, mal damit zu üben und das mal hin und wieder zu tun. Um aber da, also ich habe eine 50%ige Trefferquote. Ja, und freue mich schon fast über die 50%. 50% meiner Genesis-Wicklungen sind geil und schmecken perfekt. Und die anderen 50 kannst du schmeißen. Liegt natürlich an der Übung, ja, weil ich jetzt im Vergleich wahrscheinlich auch jetzt in der Zeit, wo ich den hier getestet habe, ich weiß nicht, 25% aller Wicklungen hier drinnen waren Genesis, der Rest war wieder mit Watte. Und somit fehlt mir die Langzeiterfahrung mit dieser Wickelart. Viele Fans von dieser Wicklung werden das hier wie, ja, ein Kinderspiel wird das dann sein für die. Die wickeln das einfach so drauf los und es wird von Anfang an passen. Ja, es ist hier tatsächlich die berühmte Lernkurve. Das ist so, hier könnt ihr nicht erwarten, mein Gott, wie ihr das erste Mal vielleicht Watte verlegt habt, war es auch scheiße. Ja? Genauso ist es auch hier. Hier ist eine Übung unbedingt nötig, hier ist ein Training nötig. Wollt ihr euch darauf einlassen und hier ein bisschen Geduld und Zeit investieren, habt ihr hier definitiv ein Top-Produkt. Ja?
Es muss aber auch die 250 Euro wert sein. Also ich werde es hauptsächlich klassisch verwenden und eher spaßhalber immer wieder mal Mesh hineingeben. Meine Sache. Ja, da gibt es kein richtig und kein falsch. Es ist auf jeden Fall mein Weg, wie ich es wahrscheinlich dann tun werde. Er gefällt mir. Er gefällt mir und er schmeckt auch mit Watte absolut 1A. Einmal noch dran gezogen. Dann lasse ich es wieder für heute. Das war der Rook. Ich glaube, das Video wird wohl länger, als ich dachte. Ich sagte es schon mal, es ist kein Anfängerprodukt. Ich gehe nicht davon aus, dass sich ein Anfänger das hier komplett zulegen wird und das als ersten Verdampfer wählen wird. Ja, also verzeiht mir bitte hier das schnelle Durchgehen in der Wickelerklärung und das Zeigen. Ja, hier geht es um das Gerät. Die Genesis-Wicklung habe ich so angedeutet, hergezeigt. Und das muss aber in dem Fall hier wirklich reichen. Der Rest ist Übung. Ja, ich kann euch das hier auch wickeln und dann sagen, wie perfekt es ist, obwohl es scheiße schmeckt. Davon habt ihr nichts. Also meine Erfolgschance ist 50-50. Freue mich drüber. Seid ihr bei 70 oder 100%, bingo, dann ist der wahrscheinlich für euch interessant. Ansonsten, hat euch das Video gefallen? Abo abschließen, Like da lassen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.